Auch die politischen Auseinandersetzungen werden lauter und schriller. 8% der Menschen in Deutschland teilen ein rechtsextremes Weltbild. Das ergab eine Umfrage von Harald Schmidt auf der letzten Weltwoche Sommerparty. Kleiner Scherz. Das geht aus einer Extremismusstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung hervor. Immer mehr Deutsche sind laut dieser Studie auch demokratieskeptisch. Ich finde es schon seltsam, das auszusprechen. Demokratieskeptisch. Also zu sagen, ich stehe der Demokratie eher skeptisch gegenüber, ist ungefähr so durchdacht wie zu sagen, ich stehe WCs eher skeptisch gegenüber. Was ist die Alternative? Der Eimer? Alles wie im Mittelalter wieder auf die Straße kippen? Gar nicht mehr groß gehen? Oder im Fall von politischen Systemen? Wünschen Sie sich eine Diktatur mit einem starken Führer? 6,6% der Menschen in Deutschland beantworten diese Frage mit einem klaren Ja. Mit einem klaren Ja, weil man Lust hat, einfach mal wieder ein bisschen Folter, Unterdrückung und Unrecht zu erleben, oder was? Besser leben in einer Militärdiktatur? Das soll funktionieren? Militärdiktatur funktioniert natürlich sowieso nicht, also nicht in Deutschland, nicht beim Zustand unserer Bundeswehr. Ich meine, das ist Quatsch. Was? Wir hätten einen Kanzler in Uniform, aber ohne Unterwäsche und Socken. Was soll denn das? Unsere Reporterin Katja Kremmel hat mal nachgefragt, was Demokratieskeptiker wirklich umtreibt. Laut einer neuen Studie sind nur 50% der Deutschen zufrieden mit der Demokratie. Eine erschreckende Zahl. Bei uns in Russland waren zuletzt 113% aller Befragten hochzufrieden mit ihrer Staatsform. Ich werde mal schauen, wo den Deutschen der Schuh drückt. Viele Deutsche glauben ja nicht mehr an die Demokratie. Sie auch? Ich auch nicht mehr, nein. Ich glaube auch nicht mehr dran. Das ist alles vom Arsch. Das reicht mir so schon. Warum? Weil alles hier im Bach runtergeht. Warum? Weil man seine Meinung nicht mehr sagen kann. Haben Sie das Gefühl, dass Politik Ihnen nicht zuhört? Zum Beispiel in der DDR war es ja so, dass den Menschen sehr wohl zugehört wurde. Sogar unter der Dusche wurde einem zugehört. Ja, da, ja. Ha. Das heißt, das Blöde an der Demokratie ist, dass 80 Millionen Leute mitentscheiden. Sozusagen ja. In der Hinsicht haben Sie recht. Also ich finde, nicht jeder sollte unbedingt eine Stimme haben. Wer steuert denn alles in Deutschland? Wir nicht, also nicht das Volk. Aber wer hat die Regierung gewählt? Das Volk, ja. Ein Fünftel der Deutschen vermuten ja auch, dass hinter der Regierung geheime Mächte stehen. Was denken Sie dazu? Ich auch. Deutsche und Verschwörungstheorien. Ein Duo stärker als Currywurst und Pommes. Aber wer sind diese geheimen Mächte? Naja, Sie wissen ja schon. Diese anderen Mächte. Welche denn? Illuminati, Reptiloiden? Ja. Illuminaten. Nee, wie heißen die? Illuminati? Ja, das sowieso. Na, man hört ja so von vielen Stars, die da mit drin hängen. Da gibt es ja auch viele Videos dazu, viele Anzeichen. Also Bill Gates zum Beispiel und Tom Hanks. Die Wettervorhersagen sind auch manipuliert. Die waren vor 15 Jahren, die Wetterkarte war noch grün, wenn 20 Grad waren. Jetzt ist es knallrot bei 20 Grad. Laut einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung befürworten 6% eine Diktatur mit einer einzigen starken Partei und einem Führer für Deutschland. Wenn es so ist, willkommen in Russland. Man muss ja auch so viel wählen, Landtagswahl, Kommunalwahl, richtig, Bundestagswahl. Richtig, richtig. Und das verwirrt mich schon. Ne? Bei uns in Russland muss man gar nicht mehr zur Wahl gehen. Der Staat macht für sich ein Kreuzchen an der richtigen Stelle. Neidisch? Ja, sehen Sie? So wäre das doch schön. 5% der Menschen in Deutschland vermuten, dass Massenmedien sie systematisch belügen. Glauben Sie das auch? Ja. Also ich gucke gar keine Nachrichten. Und das schon seit 2 Jahren. Was heißt denn Lügen? Sie werden von oben angewiesen, das zu sagen, was die Fäser und Konsorten Ihnen vorgeben. Wir in Russland haben vor 20 Jahren Putin gewählt, ja. Und seitdem brauchen wir uns keine Sorgen mehr, um die Wahlprogramme zu machen. Vielleicht sollte das so sein. Vielleicht nur ein einziger wie der Herr Putin und das wär's. Die Deutschen wollen ihre Demokratie nicht mehr. Kein Problem. Wir Russen helfen gern, sie davon zu erlösen. Wir haben's ja auch nicht mehr so weit. Hallo, ich bin Christian und studiere Kulturwissenschaften im 57. Semester. Und ich habe ein Gedicht mitgebracht. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Warum nicht in der Mediathek? Extra 3 Schau.